Es gibt im Internet schon diverse Beiträge, wie man an seinem Sidewinder X1 einen automatischen Bed-Level-Sensor nachrüstet. Jetzt kommt's aber. Dazu ist eine Firmware erforderlich. Und die Firmware, die Kanäle zeigen, zum Beispiel von Heimwerke, der hat einen nachgerüstet, oder Osli oder Move-in-Set und mehrere andere, oder auch der Wexter selbst, die benutzen zum Teil stets eine andere Firmware, die sie sich auch selber noch kompiliert haben, wo sie selber Pins umgesteckt haben und Ausgänge manipuliert haben, sodass das alles irgendwie funktioniert. Und diese Firmware ist mitunter auch schon wieder veraltet heutzutage. Tja, und die Lösung, die ich hier heute präsentiere, ich setze auf die Firmware von dem Benutzer Digint, die ich auch hier in dem Video schon mal gesondert gezeigt habe. Allerdings müssen wir die in einer anderen Version einmal nochmal drauf spielen. Der hat eine Version der Firmware, die ist direkt für den automatischen Bed-Level-Sensor. Das ist die neueste Marlin-Steuersoftware, die es gibt, mit allen Vorteilen für den Drucker. Wie gesagt, den automatischen Bed-Level hat er voll integriert und auch die Wexter-Methodik hat er auch voll integriert. Also das Beste vom Besten. Und das Schönste ist, diese Digint-Software, diese Firmware spielen wir einmal drauf und dann können wir direkt im TFT-Touch-Display hier am Drucker alle Einstellungen vornehmen, um den ABL, den Bed-Level-Sensor, zu justieren und einmal anzulernen. Und das ist für den Laien, der ich hier auch bin, super einfach machbar gewesen. Und ich zeige das hier, wie das funktioniert. Hier der originale Extruder vom Artillery Sidewinder X1. Ich zeige, wie ich den jetzt bei mir umgebaut habe und da einen automatischen Bed-Level-Sensor dran bekomme. Gut, das Cover wird zuerst einmal entfernt. So sieht es da drunter aus. Gut, ich baue bei mir jetzt hier mal den Lüfter noch einmal ab. Okay. Und jetzt kommt die LED noch raus. Tja, mein Umbau für den automatischen Bed-Level-Sensor erfolgt nach der sogenannten Wexter-Methode. Wexter, das ist ein Benutzername einfach. Das ist jemand, also ein Mensch, der vor etlichen Monaten, vor ein, zwei Jahren mal die Methode sich erdacht hat. Und zwar, um hier solchen Bed-Level-Sensor hier nachzurüsten, brauchen wir zusätzliche Aderstränge, zusätzliche Kabel, zusätzliche Leiter. Ja? Und zwar brauchen wir genau mindestens 4. Und wie es der Zufall so will, haben wir hier eine LED verbaut, die genau 4 Adern hat. So, und jetzt fiel dem Wexter ein, das ist doch klasse, wenn ich jetzt sage, okay, ich verzichte jetzt mal freiwillig hier auf diese LED mit den 4 Adern, dann können wir diese 4 vorhandenen Adern doch benutzen, weil die gehen schon übers Flachbandkabel direkt bis ins Innere des Druckers. Benutzen wir diese Adern einfach und schließen hiermit, betreiben hiermit unseren automatischen Bed-Level-Sensor. Und schon haben wir alles ästhetisch draußen sauber. Wenn man das nicht machen möchte, kann die LED auch behalten, muss man sich 4 Adern vom Extruder irgendwie hinverlegen bis ins Druckerinnere, bis auf die Hauptplatine, aufs Hauptboard. Okay, ich wollte das nicht. Ich wollte das ordentlich sauber haben. Deswegen habe ich das hier nach der Wexter-Methode. Für alles Weitere, was wir brauchen, auch Firmware und so weiter, immer darauf achten, wenn ihr das so umbaut, Wexter, dann muss da irgendwo auch Wexter stehen, damit das so nachher funktioniert. Okay, gut. Als nächstes habe ich mir jetzt eine Halterung erdacht. Da gibt es viele, viele verschiedene Dinge. Man braucht bloß mal auf Thingiverse gucken, Artillery Sidewinder X1, BL Touch Halterung oder so weiter. Da findet ihr die verschiedensten Sachen, wie man den zusätzlich hier an den Lüfter anbauen kann und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt hier so gemacht und habe mir so einen kleinen Schlitten gebaut, der hier einfach dran kommt. So, diese eine Halterung, diese Schraube entferne ich hier noch. So, die ganze Platine ist immer noch fest dran. Die wird hier durch diese Schraube jetzt gehalten.
Okay, und mit diesem kleinen selbstkonstruierten Schiebeteil hier, was ich da unterschraube, kann ich den also in der Höhe verschieben. Wer das so ausdrucken möchte, gibt es auf Thinkiverse bei mir, der kann das gerne tun. Allerdings gibt es dazu noch ein paar Sachen zu sagen. Das Ganze habe ich bei mir jetzt hier so designt, das ist perfekt in mein eigen kreiertes Extruder-Cover reinpasst. So, das kennt man von mir schon, ich verlinke das. Da gibt es ein anderes Video dazu, warum ich das so gebaut habe. Einfach der Grund, mit dem originalen Lüfter hier vorne verbaut man sich komplett die Sicht auf die Düse. Ich brauche aber den Blick hier auf die Düse, also ich zumindest brauche die, damit ich bei jedem, beim ersten Layer komplett sehe, passt der Fluss, passt die Geschwindigkeit, passt die Betthaftung. Das ist mir extrem wichtig, auch zum Filmen natürlich und einfach zum Gucken. Das macht einfach Spaß. Deswegen habe ich hier diesen freien Blick. Der Lüfter musste also weg und eine günstige Methode ist, den hier zur Seite zu setzen. Deswegen habe ich so ein zweigeteiltes Lüfter, also ein Extrudergehäuse hier nochmal konzipiert, auch mit einer voll integrierten Biegeentlastung für das Flachbandkabel. Gut, die kann man sich auf Thinkiverse runterladen und ausdrucken. Tja, und die hatte ich nun schon mal seit mindestens einem halben Jahr im Gebrauch und nun wollte ich nicht wieder genau von vorne anfangen. Heißt also, meine Halterung für diesen Sensor, die sollte jetzt so konstruiert sein, dass sie sich nahtlos einschmiegt in dieses vorhandene Gehäuse. So, und dann sollte der Touchsensor da drin so verschwinden. Das war mein Ziel. Und das ist auch gelungen, indem ich den hier jetzt einfach davor setze, klemmt er sich einfach hier an, also mit diesen zwei Gehäuseschrauben, die ich hier vorne sowieso schon drin habe, diese beiden klemmt er hier rauf. Wer dieses Teil schon mal ausgedruckt hat und von mir benutzt an der Stelle, braucht er gar nicht nochmal neu ausdrucken. Ich habe es extra so konstruiert. Ihr müsst einfach diese beiden Knuppis, die sind im Grunde 3 mm Höhe, die sägt ihr oder schnitzt die einfach nochmal 3 mm kürzer, damit einfach diese Schiebehalterung davor passt. Und dann ist die mit eingeklemmt und dann passt das alles richtig super. Noch ein Tipp, ich weiche ab, wer sich wundert, das ist der originale Lüfter. Hier, das kann man hier ein bisschen abrödeln, dann bricht das auch sofort ab. Und den habe ich jetzt hier zuerst mal drunter gebaut gehabt. Dann stellt man aber fest, dass das Anschlusskabel einen ganz kleinen Ticken zu kurz ist. Man kann den hier auch verlängern, ist auch kein Problem. Was ich gemacht habe, das war jetzt hier, um das sauber zu haben. Ich habe mir einfach einen Lüfter bestellt. Ich glaube, der hat 4 Euro gekostet oder 5. Ein 24 Volt Lüfter. Ich verlinke den auch nochmal hinten. Der passt hier exakt ran. Das ist exakt der gleiche Lüfter wie hier das Original. Außer, dass dieser Lüfter tatsächlich ein viel längeres originales Anschlusskabel hat. Und das ist super, weil mit dem kann man sich hier richtig schön verlegen und kommt ganz sauber hier dann zurecht. Gut, okay. Jetzt aber noch eine Kleinigkeit zum Verkabeln. Hier an diese BL-Touch-Sensoren, oder BL-Touch ist ja ein Eigenname, ich sag mal, das ist jetzt hier ein Klon für 16 Euro jetzt hier. So, egal wie, ob Klon oder ob Original BL-Touch, die kommen alle mit einem Stückchen Kabel. So, und dieses Kabel so, drücke ich jetzt mal hier zur Anschauung rein. So, die kommen jetzt alle mit einem Stückchen Kabel dazu. Und die Stecker sind auch, ob Klon oder ob Original BL Touch, so wie ich es jetzt gesehen habe, sind die alle identisch. Was nicht identisch ist, das ist ein bisschen schade und kann leicht auch verwirren, sind die Farbbelegungen dazu. Ich nehme hier mal ein Kabel, Ende, so zum Vergleich. So, die sind jetzt exakt gleich nebeneinander gepackt. Das ist mit einem anderen Klon geliefert worden. Und wir sehen, erstmal sind die Kabel hier viel dünner. Und wir sehen, dass hier, also hier macht es irgendwie Sinn nicht, was braun ist oder schwarz ist, ist irgendwie Minus. Also wir haben da ein Minus, dann haben wir Rot, haben wir Plus. Und wir packen mal den daneben. Hier ist Rot, Orange
ist dann also Minus und der Gelb ist jetzt hier der Plus und dann kommt ein Grüner. Also diese Kabelbelegung ist total verwirrend hier für einen, der ein bisschen mit Elektronik zu tun hat. Deswegen einfach darauf achten, egal welchen Klon man kauft, einfach gucken hier von der Belegung her, der linke hier am Ausgang, das ist Minus, dann kommt Plus, dann kommt ein Signal und dann kommt ein schwarzer, der ist nochmal Minus, den brauchen wir letztendlich aber nicht, der entfällt oben dann nachher bei der Verkabelung und den weißen brauchen wir wieder als nochmal Signal. Gut, und jetzt haben wir soweit, das ist die originale Platine. Ich habe jetzt hier meine eigene mal, so, die habe ich hier nämlich leicht verändert und das ist die originale. Die gute Nachricht ist, man kann den Sensor hier nachbauen oder anbauen an die Platine, ohne irgendetwas zu löten. Man kann das im Prinzip alles wirklich stecken. Im Drucker, im Deckel unten, im Boden kann man das stecken und hier oben kann man das auch stecken. Aber ich zeige euch gleich jetzt, wenn man das ein bisschen schöner und eleganter haben will, was ich deswegen hier bei mir geändert habe. Also, das ist die originale Platine. So, und jetzt wird dieser Touch-Sensor geliefert und die haben alle am Ausgangsende hier, soweit ich das sehe, so eine sogenannten Dupont-Stecker. So, und jetzt habt ihr hier an eurer originalen Platine genau so einen Stecker. Ja, den kriegt ihr so natürlich jetzt nicht zusammen. So, jetzt gibt es einige Angebote am Markt. Wo habe ich das? Einige Sensoren am Markt, die liefern gleich so eine Pin-Leiste hier mit. Das ist natürlich recht praktisch, wenn er sowas bekommt, ja. Dann könnt ihr die einen Pins hier einstecken und die nächsten könnt ihr hier einstecken. Achtet natürlich drauf auf die Reihenfolge der Belegung. Ich zeige das gleich nochmal, wo die hingehören. Also, und dann kann man die hier so einstecken. Jetzt bloß mal so als Beispiel, ja. Und den einen, den schwarzen hier vorne, den lässt man dann einfach frei, weil den einen, den brauchen wir nicht bei der Belegung. Ihr seht, ich habe diese Pin-Leiste jetzt hier einfach mal so raufgesteckt, habe den ersten Pin hier in der Luft gelassen und jetzt suche ich mir hier dann die Signalleitung und die stecke ich dann da rauf. Und die letzte, die schwarze Leitung hier, die lasse ich einfach in der Luft enden. Man kann den auch abknipsen, wenn man will. So, jetzt habt ihr hier eine gute Verbindung, wenn ihr denn solche Verlängerungsleiste habt. Ich habe die im Zubehör separat nicht irgendwo gefunden. Die ist super praktisch. Die war bei einem Klon einfach dabei gewesen. Okay. So, jetzt aber eins. Falls jemand meine Halterung hier verwenden möchte, also diese hier, weil er im Nachgang vielleicht sogar auch diese Halterung dazu sich ausdrucken möchte, dann ist eines zu beachten. Und zwar ist hier die Dose, also die Steckbuchse für den Lüfter. Die stört hier ein bisschen, weil genau der BL Touch hier hinten auf der Rückseite auch sein Anschlussfeld hat. Und damit der Touch hier bei mir in das originale Gehäuse, also in mein Gehäuse reinpasst, fehlt mir die Aufbauhöhe und man sieht, die kollidieren da an der Stelle. Da fehlt der Platz. So. Und um das jetzt zu beheben, zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst die Buchse da, wie der ist, dann baut ihr aber den Sensor so rum ran, dann habt ihr bloß die hässliche Kabellage hier vorne. Alles passt aber. Ja, also, oder, so wie ich es jetzt gemacht habe, ich wollte also den so rum ranbauen, damit das von vorne einfach auch vernünftig mit dem Touch aussieht und die Kabel dahinter verschwinden. Deswegen habe ich eins gemacht. Ich packe jetzt mal den Originalen hier beiseite. Und habe jetzt hier diese Buchse von dem Lüfter habe ich einfach verlängert. So, und zwar zwei kleine Kabelenden plus minus, habe die da einfach direkt aufgelötet, habe die verlängert und die hier wieder verwendet. So, und da kommt nachher, jetzt kann ich den etwas dezent hier nach hinten weg verlegen, das stört nicht mehr. Und dann passt einfach der Touch nachher hier vor und ihr seht, der stört da nicht mehr, wenn er da vorbeiläuft. So, gut.
Also das ist einfach zu tun, ist aber nur für mich selbst, für die Optik jetzt. So, als zweites, dieses Touch-Kabel, was jetzt hier drin ist, ich zeig's mal von der Belegung her. So, den schwarzen machen wir mal hier unten weg. Ich zeig's jetzt hier mal in der Belegung und versuche das still zu halten in einer Hand. Wir sehen hier also von links nach rechts braun, rot, gelb, schwarz, weiß. So, so stecken die drinne, die Kabel führen lang. Und wie enden die jetzt hier auf der Platine? Also das gelbe Kabel links, dann haben wir das Plus, dann haben wir Minus und dann haben wir nochmal das Weiße drin. Wir sehen, das Schwarze entfällt einfach hier. Komplett, den kann man sich abknipsen, brauchen wir nicht mehr. So, und weil ich dieses ganze Hin und Her hier mit dieser Steckerleiste, die da reinstecken und dann hin und her, das wollte ich nicht, auch war das Kabel zu lang, um das nachher da reinzuknüllen, habe ich einfach den bei mir hier abgeknipst und habe den hier sauber eingelötet. Dann verschwindet das nachher sauber hier drin, fertig. Ich kann da auch keine Wackelkontakte haben. Eine Steckverbindung habe ich ja hier, wenn ich den mal demontieren muss. So, insofern, so habe ich meine Platine hier einmal umgeändert, aber alles nur für die Schönheit. Wie gesagt, muss nicht sein. Wer nicht löten mag, der braucht nicht. Aber ihr macht euch Gedanken, wie ihr den Stecker hier rankriegt. Dann gibt es noch eine zweite Variante. Das sind zum Beispiel Stecker, die dieses Kabelende war so original in einem originalen BL Touch für etwa umgerechnet 40 Euro mit dabei. Und der hat auch wieder diese Dupont-Stecker am Ende gehabt, die dann hier nicht ranpassten. Aber der originale BL Touch hatte gleich zum selber raufkrimpen Pins gehabt. Man kann den also dann rausziehen und dann kann man sich männliche Pins hier selber raufkrimpen und dann kann man das Ganze nachher hier einstecken. Ja, das geht natürlich auch. Dazu braucht ihr aber erstmal in eurem Set dann diese männlichen Krimpstecker und ihr braucht eine Krimpzange. Ja, dann kann man die hier so einzeln rausziehen, die Adern. Dann kann man das auch so lösen, okay? Wer das so haben will. Gut, also, wie gesagt, bei mir habe ich es jetzt anders gemacht. Gut, das hierzu. Noch ein Wort zu der Halterung. Beim originalen BL Touch, wenn man den sich gönnt für 40 Euro, dann sind solche Federn mit dabei. Einfach gedacht, um hier eine flexible Montage zu ermöglichen, die einfach etwas nachgibt. So, die habe ich jetzt hier auch verwendet an der Stelle. Das gefällt mir ganz gut. Bei einigen Sets oder bei den meisten sind diese Federn nicht dabei. Gut, dann schraubt man den hier fest drauf. Ich meine, passieren kann immer was nachher, wenn man unachtsam ist, mit der Hand unten drunter wegfährt oder irgendwo hängen bleibt. Beim Drucken selber sollte das nicht passieren. Das ist ja alles abgesichert über die Firmware, die Verfahrwege, aber gut. Ich habe die Federn gehabt, deswegen habe ich die jetzt hier einfach nur nochmal verwendet, sind aber nicht Pflicht. Schraubt man das einfach direkt ran. Gut. Ja, das waren die Eindrücke zur Verkabelung. Ne, einen kurzen Hinweis hatte ich noch. Wo ist es geblieben? Hier. Und zwar, kaum zu sehen hier auf meiner Hand. So. Und zwar hier in dieser originalen Platine mit dieser Dupont-Buchse hier, wenn man sich fragt, wie das da drin aussieht, ihr könnt das schwarze Plastik hier abziehen und dann sind da vier solcher Pins einfach drin. Die kann man also ganz prima nacheinander anfassen und rauslöten. Und ich habe mich nämlich gewundert, wenn die originale LED hier vorher so eingesteckt ist, ja, so, dann geht das also hier so drüber. Naja, krieg's jetzt nicht hin hier. So, dann rastet das da so drüber. Und die Pins sind hier ziemlich dick ausgeführt. So dass die dann hier schon etwas geweitet sind. Falls ihr also vom originalen BL Touch animiert, dann hier die Pins
euch ranmachen wollt. Dann habe ich festgestellt, die Pins haben nachher überhaupt gar nicht mehr richtig gehalten. Die haben so geschlackert einfach in der Buchse drin. Also man kann den aber abziehen, dann würde man den wieder ein bisschen zusammenpressen, damit das einfach fest ist. Nicht, dass ihr euch wundert, habt da irgendwie einen Wackelkontakt nachher drin. Ja. Was ich hier auch noch versucht hatte, ich wusste erst nicht von dieser Bauform, dann habe ich hier mit dem Lötkolben einfach mal diese zarten Mini-Pins hier etwas verzinnt. Dadurch sind die dicker geworden und die haben dann schon einfach besser reingepasst in die originale Buchse. Hier, so dass das auch hält. Ja, wenn das hier irgendwie klappert bei euch, dann ist das nicht gut. Okay, also das ist die Bastelei, die man hat, um hier den Sensor vernünftig unterzubringen. Okay, wechseln wir wieder zurück an den Drucker. Artillerie Sidewinder X1, der Boden ist geöffnet. Das ist das originale Board. Mein Zeigewerkzeug ist hier jetzt mal eine umgedrehte Kugelschreibermine aus Kunststoff. Ich verstehe immer nicht, wer hier unten mit Schraubendrehern und irgendwelchen metallischen Gegenständen rumfuchtelt. Zwischen der ganzen Elektronik, das ist mir nicht klar. Denn selbst wenn der Netzstecker rausgezogen ist, hier sind Kondensatoren drauf, die eventuell noch spannungsführend sind in irgendeiner Art und Weise. Und selbst mit den Fingern da überall drauf zu packen, ist keine so richtig gute Idee. Ja? Also hier. Mit dem Kunststoffzeigewerkzeug passt das schon. Ich habe mir nochmal das Video von Heimwerke angeschaut. Der hatte mal einen Bericht gebracht, wie er also den BL Touch nachrüstet. Tja, was ist hier zu tun? Ich sehe hier also einmal dieses dreiadrige braune Kabel hier. So, und dieser Stecker, der ist rauszuziehen. Dann ist der quer zu stellen. Und dann ist er wieder aufzustecken, hier oben auf den jetzt noch verschmierten Kontakten. Ja, und dann ist hier noch eine einzelne Leitung, so eine schwarze, die hier aufgesteckt ist. So, der Blick auf die Platine. Was sehen wir hier? Und zwar sehen wir hier eingesteckt die normalen Endstops. Das ist der Z-Endstop, der hier eingesteckt ist. Und das ist der hier auf der X-Achse. Die bleiben stecken, wo sie sind. Und wir sehen jetzt hier noch dieses Feld. Und zwar, das ist jetzt schon nach dem Wexter-Prinzip gesteckt. Dieser Dreier-Stecker hier mit den braunen Kabeln, der steckte vorher hier hochwärts, vertikal drin. Und der einzelne kleine schwarze war daneben eingesteckt. Und jetzt nach der Veränderung habe ich diesen Dreifachstecker hier ganz nach oben gesetzt. Das sieht jetzt auf dem Bild so aus, als wäre das der dritte Steckplatz. Hier sind aber in Wirklichkeit 1, 2, 3, 4 Reihen übereinander und A, 3 Pins nebeneinander. Und der Stecker ist jetzt eingesteckt auf der obersten Pinreihe, also auf der vierten. Ist ein bisschen schlecht zu sehen, die anderen Pins liegen hier einfach jetzt dazwischen. Auf der obersten Pinreihe ist der eingesteckt. Bei solchem Stecker hier, da sind Kontakte zu sehen und der Wexter beschreibt, dass man die Kontakte nach oben stecken muss. Aber er hat sich auch schon korrigiert, bei der aktuellen Version ab V4 aufwärts müssen diese Steckkontakte von der Seite sichtbar sein und nach oben unten platziert hier. So ist der jetzt eingesteckt. Wenn wir von unten drauf gucken würden, würden wir die Pins an der Seite durchscheinen sehen. Gut, also so ist der jetzt hier verbaut in der vierten Reihe. Und hier ist jetzt dieser einzelne schwarze eingesteckt. So, damit dieser einzelne schwarze Kontakt jetzt hier auch gut draufsteckt, weil der kommt eigentlich aus so einer kleinen schwarzen Steckerhülle, diese Hülle habe ich entfernt, die lässt sich einfach runterrasten. Dann lässt sich dieser Stecker hier nämlich tiefer einstecken und dann sitzt er auch relativ sauber hier. Und zwar auf dem obersten Pin in diesem grünen Fach, in dieser grünen Buchse hier. Das haben wir vorher nicht gebraucht, das war der Z-Max, der das hätte sein können. Ja, gut. Okay, so ist das jetzt hier geregelt. Das ist jetzt tatsächlich die Wexter-Methode. Das war es hier im Deckelboden. Ich schraube jetzt wieder zu. Dann kommt Strom auf den Drucker. Und dann werde ich die Firmware des TFTs, ist ja schon aktuell, die ist vom 23. Juli, die Digint-Variante des TFTs.
die ist also auch kompatibel zu BL Touch. Dann werde ich jetzt bloß nochmal dann die Firmware auf der Platine ergänzen. Bislang habe ich immer MBL, also manuelles Bed Leveling genutzt, ohne BL Touch. Und jetzt werde ich hier nochmal, der Deckel kann aber zu sein dafür, die neue Firmware drauf spielen, nach gezeigter neuer Methode von mir, und so dass ich die BL Touch Firmware Variante drauf habe. Ja, gucken wir uns das jetzt weiter an. Artillery Sidewinder X1 Marlin Firmware 2.0 9.1 BL Touch Wexter Mod Z Max Used. Okay, genau das ist der richtige, den wir jetzt runterladen müssen. Gut, und hier ist die TFT sowieso. Die brauchen wir auch dazu als neue Firmware. Und genau diese beiden Firmware-Pakete, die spielen wir jetzt erstmal auf den Drucker auf. Wie das geht, das zeige ich in einem gesonderten Video von mir. Ich verlinke das hier und in der Beschreibung. Dazu konnten wir gleich den Deckel offen lassen. Kurz gesagt, wir ziehen einmal das TFT-Verbindungskabel vom TFT zum Mainboard ab und dann nutzen wir Cura und überspielen die neue Firmware Marlin auf das Hauptboard. Und für das TFT-Display, da benutzen wir einfach eine SD-Karte, die wir uns vorbereitet haben, und bringen da die neue Menü-Firmware drauf. So sieht es dann also wieder montiert aus. Okay, ich löse jetzt hier bei mir die beiden Schrauben für das Cover und gleichzeitig entspanne ich damit hinten und gebe den Verschiebemechanismus frei, der sonst nur geklemmt ist. Ich habe jetzt hier mal die Düse auf 200 Grad aufgeheizt, einfach deswegen, weil wir sonst im kalten Zustand immer irgendeinen Blob hier unten an der Düse haben und wir wollen jetzt wirklich einen korrekten Abstand ermitteln. Zum Schutz meines Druckbettes, wie auch immer, lege ich jetzt mal hier ein doppelt gefaltetes A4-Blatt dazwischen und wäre zwar nicht erforderlich bei der GFK-Platte, aber das brauchen wir sowieso gleich. Ja. Was ich jetzt mache, ich fahre jetzt, wie gesagt, der Sensor hier hinten, der ist jetzt hier in der Höhe verschiebbar, wie wir sehen. Ich fahre den mal ganz nach oben zurück in meinem Fall, so, schön locker ist er. Und jetzt drehe ich mit der Hand einfach so lange runter, bis ich hier die Düse, die wische ich jetzt hier unten erstmal sauber. So, und die Düse liegt jetzt gut auf dem Papier auf. Jetzt nehme ich mir hier einen ganz normalen Imbusschlüssel. Der hat bei mir eine Höhe von 4 mm. Mitunter wird im Internet 3 mm empfohlen. Das ist auch alles in der Spanne, die für den Sensor okay ist. Das steht auch in der Beschreibung drin. Ich nehme deshalb 4 mm, weil ich den 3D-Sensor so hoch wie möglich mechanisch platziert haben will, wenn der die Messspitze eingefahren hat. Denn ich arbeite hier auf meinem Bett, wie wir es hier vorne sehen, tatsächlich manchmal noch mit Klammern, wenn ich nicht das Magnetbett benutze. Und die Klammern haben eine Höhe von gut 3 mm. Und einfach aus Sicherheitsaspekten, dass, wenn der eingefahrene Sensor und die Düse fährt hier irgendwo in der Nähe vorbei, dass der mir nicht hier an irgendeiner Klammer hängen bleibt. Wer überhaupt nie mit Klammern arbeitet, kann hier auch mit den 3 mm Abstand arbeiten. So, also wie gesagt, Papier, Düse sitzt auf dem Papier auf. Und jetzt gehe ich und stelle mir den eingezogenen Sensor einfach direkt auf den 4 mm Abstand und ziehe jetzt den Sensor an der Stelle fest. So, der ist jetzt mechanisch in der Höhe ausgerichtet. Das war doch jetzt super einfach. Der neue 3D-Touch-Sensor ist komplett montiert und
Und wenn alles richtig verkabelt ist, dann geht er beim Einschalten gleich in den Selbsttest. Okay. Prima, hat alles super funktioniert. Er leuchtet jetzt auf Dauerrot. Der Sensor ist betriebsbereit. Und die Spitze ist eingezogen. Jetzt haben wir so einen schönen neuen automatischen Bed-Level-Sensor für die Z-Achse installiert. Und das ist tatsächlich jetzt der originale, alte, induktive Sensor. Aber den Sensor kann man jetzt hier ruhig demontieren und auch wegnehmen an der Stelle. Wir müssen lediglich sicherstellen, nicht, dass wir in irgendeiner Situation nachher mit dem automatischen Bed-Level-Sensor hier runterfahren, weil der nicht mehr aktiviert ist und wir fahren einfach mit dem Schlitten komplett hier rauf und da der verschraubt ist, lässt er sich nicht mehr wegbewegen, ja? Verschiebt er sich nicht mehr. Also deswegen lieber Gefahr bannen und den demontieren, ausrasten und in die Ersatzteilkiste packen. Hier ist das Begrüßungsmenü. Die TFT-Software hier drauf ist jetzt nicht mehr die originale vom Artillery Sidewinder X1. Mit der originalen Software geht sowas alles überhaupt gar nicht. Hier ist das Upgrade oder das Update drauf von dem User Digint. Ich erkläre das ja in der eigenen Version, wie man hier die neue Software drauf bekommt. Okay, so und so sieht jetzt der Startbildschirm aus. Und ich zeige jetzt, wie wir ganz einfach digital jetzt den richtigen Abstand herstellen und jetzt den 3D-Sensor justieren. Bevor wir dann jetzt auch gleich schließlich das Bett nochmal abtasten, wo wir ja eigentlich hinwollen, müssen wir jetzt noch einmal der Marlin sagen, wie denn unsere Messspitze im Vergleich zu der eigentlichen Düse positioniert ist. Stellt euch vor, hier ist zum Beispiel jetzt die eigentliche Düse und wir haben den Messsensor jetzt entweder rechts daneben, links daneben, dahinter, davor, irgendwo angebaut. Und nun fängt natürlich Marlin an abzutasten mit der Spitze. Aber letztendlich nachher, wenn gedruckt wird, muss ja die Düse an genau der Stelle stehen, wo ich auch getastet habe. Deswegen braucht er die beiden Koordinaten, Düse zur Messspitze, beziehungsweise den Versatz dazu. Und den müssen wir einmal noch eingeben. Das geht aber ganz unkompliziert, nur mit dieser neuen Firmware hier. Und zwar gehen wir einmal ins Menü rein, dann unter Parameter, Drucker, nochmal Parameter. Und hier haben wir ja so geniale Sachen wie Schritte pro Millimeter, Filamentdurchmesser, maximale Beschleunigungen, alles was wir einstellen können. Und jetzt kommt es hier, Sensorversatz. Und da klicken wir rein und da sagen wir ihm jetzt, wie der Sensorversatz ist. Diesen einen Wert hier unten, den Z-Sensorversatz, die 0,53, da erinnern wir uns dran, hat der Drucker ja eben schon selber ermittelt, als wir die erste Prozedur durchlaufen haben mit der Höhe. Also an dem Wert brauchen wir jetzt nichts ändern, den haben wir ermittelt. Und uns geht es jetzt hier um X und Y, die beiden Werte müssen wir eintragen. Tja, X-Achse ist also die Achse quer vorne und wenn wir jetzt sagen, hier ist die Düse und rechts daneben, so wie in meinem Fall, ist die Messspitze angeordnet, dann gucke ich einfach von vorne, welcher Abstand ist das? Ich habe das bei mir ausgemessen, das sind 28 mm. Dann klickt man hier einfach rein und klickt hier einfach die 28 mm rein. Zack und okay. Dann sind die 28 mm hier drin, wie bei mir schon geschehen. Dann in Y, also hier ist die Druckdüse und mein Sensor, der ist ja hier so schräg nach vorne. Das heißt, der ist ein paar Millimeter nach vorne geholt in der Y-Richtung. Das ist also die Minusrichtung. Von der Düse aus gesehen ist das Minus, also hier nach vorne. Das heißt, ich messe mir aus, meine Sensorspitze liegt jetzt 15 mm vor der eigentlichen Düse. Das heißt, ich muss hier den Wert eingehen, minus 15 mm. Die Sensorspitze ist minus 15 mm im Vergleich zur Düse angeordnet und plus 28 in der Richtung. Hätten wir die Messspitze jetzt irgendwo links angeordnet, dann würde da stehen X minus 10 mm vielleicht und würde die Messspitze jetzt
hinter der Düse angeordnet sein, von vorne aus gesehen, dann wären wir ja in Plus und dann würden wir also beim Y-Wert irgendwie plus 10 mm haben. Okay, also ich hoffe, ist irgendwie verständlich. Ist im Grunde ganz einfach, am Z spielen wir nicht rum. So, die Werte bleiben da drin, das passt. Wir gehen jetzt einfach zurück und um sicher zu sein, dass die wirklich gespeichert sind, klicken wir noch einmal nach unten und hier steht Einstellungen speichern. Dann drücken wir rauf, sollen die Einstellungen im EEPROM gespeichert werden? Ja, bitte. Gut, alles ist gespeichert. Settings dort, wunderbar, können wir aus dem Menü wieder rausgehen. Ja, als allererstes brauchen wir jetzt wieder eine Düsentemperatur. Ich gehe hier in Heizen rein und setze die Düsentemperatur jetzt einfach mal hier auf 200 Grad, damit wir einfach jeglichen Blob, der da unten an der Düse jetzt entstanden sein könnte, dass wir den nachher einfach wegwischen können. Wir brauchen richtig den metallischen Abstand von der Düsenöffnung bis aufs Bett raus. Gut, jetzt kann ich das hier beobachten. Die Düse heizt also schon, ist jetzt also gleich auf 200 Grad und wird dann einen Signalton senden, dass sie bereit ist. Okay, gut, das haben wir jetzt also auch erreicht. Wir gehen ins Menü unter Bewegungen auf Vermessen und hier auf Versatz. Das ist, man sieht an dem Piktogramm schon, das soll den Bed-Level-Sensor hier darstellen. Klicken wir auf Versatz. Jetzt zeigt er uns an, dass der ausgeschaltet ist hier in Rot. Das ist okay, weil wir sind ja gerade im Level-Prozess. Und wir stellen den jetzt einfach mal, indem wir da raufklicken, auf An. Jetzt sehen wir, der Drucker fängt an, sich zu homen. Erstmal ein XY fährt dann in die Mitte, fährt ein klein wenig hoch, um Sicherheitsabstand zu haben, damit er die Messspitze ausfährt. Und jetzt fährt er die Messspitze bis runter aufs Bett. Das erste Mal und langsam nochmal das zweite Mal. So, jetzt hat der Sensor seine Schaltmarkierung gefunden, also sein Triggermoment. Denn wir haben ja den Sensor, entweder ist die Messspitze ganz ausgefahren oder ganz eingefahren, das ist mechanisch. Und irgendwo dazwischen, so im ersten Drittel, da liegt wirklich der eigentliche Schaltmoment, der Triggermoment des Sensors. Den können wir von außen nicht sehen, den können wir von außen nicht ertesten, den kennt nur der Sensor selbst. Und den hat er gerade ertestet, diesen Triggermoment, wo der liegt im ersten Drittel. Und dann hat er uns jetzt, deswegen ist er seitlich ein bisschen gefahren, die Düse jetzt an dieselbe Stelle gefahren, hat die Düse ein bisschen angehoben und jetzt kommt der Trick. Wir nehmen hier einfach ein ganz normales A4 Kopierpapier und einmal gefaltet. Dieses sollte jetzt eine Stärke insgesamt haben von 0,2 mm, also 2 Zehntel Millimeter. Weshalb das? Wir nehmen das hier zum Prüfen. Das passt jetzt hier wunderbar unter die Düse. Und hier sehen wir im Menü Shim 0,2 mm. Das heißt, der Erfinder der Software hier, der hat schon vorgesehen, dass wir genau so einen Prüfvorgang machen. Und da jeder ein Blatt Papier zu Hause hat, hat er sich gedacht, nehmen wir mal 0,2 mm. Das verrechnet nachher der Sensor automatisch für sich, wenn wir die Werte speichern. So, und diese 0,2 mm sind aber jetzt hier schon einmal aufgezeigt. Gut, und jetzt gehen wir einfach hier. Wir können hier uns mal weitertasten. Das sind jetzt in 100stel Schritten 0,01 mm, 0,1, 1 oder 10. Na, diese sind natürlich Quatsch. Hier wird jetzt niemand mit 10 mm oder 1 mm irgendwo rumleveln können. Sonst stimmt irgendwas gar nicht hier mechanisch. So, also ich bin jetzt hier mal bei einem Zehntel. Je nachdem, wie groß der Abstand ist, dass man einfach nicht so viel tasten muss. Und dann drücke ich die Taste abwärts. So. Und ich halte dabei, schiebe ich jetzt so ein bisschen das Papier hier unter der Düse. Ich sehe immer noch, die Düse ist auf 200 Grad. Also irgendein Blob unter der Düse kann uns da jetzt gar nicht stören. Den hätte ich jetzt abgewischt. Jetzt geht es hier schon ein bisschen schwerer.
Jetzt wechsle ich zurück hier ein paar Mal durch auf ein Hundertstel, also in feinen Schritten, und gehe wieder ein kleines bisschen jetzt hier höher, auf dass ich mein Papier hier schön flüssig unter der Düse durchschieben kann. Der Sensor hat jetzt gar nichts mehr damit zu tun, der ist die ganze Zeit auf Bereitschaft, die Messspitze ist eingefahren, sein Triggermoment hat er ja vorhin schon angelernt. Gut, jetzt habe ich genau den richtigen Wert hier, ihr habt gesehen, das geht super einfach und ganz schnell. So, und wenn ich den Wert habe, dann gehe ich hier mal auf Weiter, ich drücke mal Weiter, hier kann ich was zurücksetzen und nochmal neu anfangen. Hier kann ich abspeichern, hier kann ich die Motoren nochmal lösen und hier, das wechselt also immer im Kreis das Menü. Und wir gehen jetzt hier einmal auf Speichern und da drücken wir drauf. Und jetzt kommt die Frage, Einstellungen im EEPROM speichern, yes, ja, machen wir. Und dann kommt die Bestätigung, dass die Settings sind stored, die sind also jetzt gespeichert. Prima, wer will, kann sich das jetzt auch noch aufschreiben. Und zwar haben wir hier den Z0, den haben wir auf minus 0,53. So, und hier ist der Shim jetzt noch abgezogen, deswegen sind das 0,33. So, diese 0,53, die können wir an anderer Stelle auch nochmal finden. Ja, das war jetzt der ganze Prozess. Ich drücke jetzt hier einmal zurück. Und jetzt sehen wir, der Sensor fährt jetzt wieder zum Home in, der Extruder. Fährt jetzt in den Sicherabstand hoch, fängt nochmal an, die Spitze auszufahren und überprüft sich noch einmal. Ersten Taster, zweiten Taster, alles in Ordnung, Messspitze bleibt drin, Sensor ist auf bereit, alles prima. So, und in dem Augenblick schaltet er hier auch, wer es beobachtet hat, den BL, den Bed Level Sensor automatisch auf an, weil jetzt ist alles in Ordnung, fertig. Ja, und nun haben wir den ganzen Prozess hier schon fertig an der Stelle. Gehen wir jetzt durchs Menü und lassen jetzt das Bett sauber einmal abtasten. Und dazu gehen wir hier ins Menü, wieder zu Bewegungen, einmal hier vermessen und wir gehen hier auf Universal oder Unified Bed Leveling und wir starten hier auf Start. So, in dem Augenblick homet sich jetzt der Drucker. Fährt einmal zur Mitte und die Sensorspitze prüft die mittlere Position, fährt nochmal langsam und danach beginnt der Drucker jetzt noch ein zweites Mal im langsamen Durchlauf. So, jetzt ist die Mitte präzise ausgemessen und jetzt wird das Raster abgefahren hier. Das macht er in dem Fall jetzt nicht irgendwie linienweise, sondern deine Messpunkte setzt er um die Mitte und entfernt sich dann immer weiter nach außen. Im quadratischen Raster. Und bei jedem Messpunkt blinkt es einmal kurz. Jetzt präsentiert uns das Displaymenü Bed Level, das Unified Bed Level wurde jetzt erstmal durchgeführt. Fehlende Messpunkte wurden berechnet. Bitte speichern. Okay, ich speichere das Ganze. So, und das war's auch schon. Jetzt gehe ich für meine Begriffe immer nochmal zurück hier ins Meshbett und gucke mir das an. Das sind also die Werte, die wir jetzt gerade abgetastet haben hier. Und die kann man jetzt hier einzeln durchtasten und wir sehen jetzt hier, welche Abweichungen da sind. Naja, da sind schon ein paar Abweichungen da.
So, hier oben ist jetzt die Reihe ein bisschen rot. Da hat er auch tatsächlich noch was berechnet. Und ich gehe jetzt aber hier nochmal, ich habe zwar nichts geändert, gehe trotzdem nochmal unter Einstellungen EEPROM speichern. Ja, hier hätte man noch die Möglichkeit für verschiedene Betten, wenn man da, falls man Wechselbetten auf dem Drucker drauf hat, dass man vielleicht die eine Auflage, die speichere ich mir jetzt unter Slot 1 ab, dann packe ich beim nächsten Mal eine GFK-Platte geklammert irgendwie drauf, die speichere ich mir, wenn die eine andere in sich eine Unebenheit hat, speichere ich mir die anders ab. Also diese Funktion nutze ich nicht, deswegen drücke ich hier auch gar nichts, aber möglich ist es. Gut, und mit der Haken oben grün rechts in der Ecke, der ist das okay. Gut, damit haben wir jetzt alles abgespeichert. Ich schalte jetzt hier nochmal, weil er während des Testens ist er bei dem Bed-Level auf ausgegangen. Ich schalte den jetzt hier nochmal manuell auf ein und das war's jetzt auch schon. Jetzt gehen wir wieder zurück. Soll das Heizen beendet werden? Ja, okay. Gut, also das Heizen ist ausgestellt. Hier ist unsere Begrüßungsmaske wieder. Drucker startet. Wir wollen jetzt den ersten Druckversuch wagen. Wir haben gesehen, die Messspitze ist den Selbsttest durchlaufen, leuchtet jetzt rot, ist also einsatzbereit. Stecke meinen USB-Stick ein und suche mir jetzt hier auf Drucken vom USB-Stick einfach aus. Hier eine hübsche Bildervorschau. In einem anderen Video habe ich gezeigt, wie wir die Bilder hier direkt draufkriegen. Und ich drucke hier meine Vase. Sollen wir die drucken? Ja, okay. Und der Druckvorgang beginnt. Die Düse hat also noch einen Sicherheitsabstand über dem Bett. Die schrammt dort also nicht lang. In meinem Fall wird jetzt die Säuberungslinie, die Purge Line, hier erstmal gezogen. Ich habe die bei mir in Cura programmiert und hier etwa 20 mm nach rechts eingerückt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann oftmals auch Klammern benutze hier auf meinem Alubett, weil ich zum Beispiel eine GFK-Druckplatte drauf packe. Und die Klammern mit den 20 mm, das ist hier einfach der seitliche Sicherheitsabstand.